Hallo liebe Fußball-Quizfreunde, wie gut kennst du Harry Kane, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo? Richtig, heute habe ich für euch 15 spannende Fußball-Quizfragen über Messi, Kane und Ronaldo. Wie gut kennst du Lionel Messi? Wie gut kennst du Harry Kane von Bayern München? Und wie gut kennst du Cristiano Ronaldo? 15 spannende Fußball-Quizfragen. Schreib dein Ergebnis nachher in die Kommentare, dann geht's los. Viel Spaß mit dem Fußball-Quiz. Dann geht's auch gleich los mit Lionel Messi. Wie viel Ablöse hat PSG für Messi bezahlt? A, B, C oder D? Und kennst du die richtige Antwort? Richtig, er war ablösefrei. Nicht schlecht für PSG. So, weiter geht's. So, jetzt haben wir Harry Kane. Bei welchem Verein hat Kane noch nie gespielt? Leeds United, Tottenham, Norwich City oder Leicester? Was glaubst du? Richtig, bei Leeds United hat er noch nie gespielt. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir zu Cristiano Ronaldo. Wie oft gewann Ronaldo die spanische Meisterschaft? Dreimal, viermal, fünfmal oder zweimal? Richtig, zweimal hat er die Meisterschaft gewonnen in Spanien. Sehr gut, weiter geht's. So, Lionel Messi, welchen Spitzname hat Messi? A, B, C oder D? Und ich danke dir für ein Like. So, die richtige Antwort ist natürlich C, der Flo. Richtig. So, zur nächsten Fußball-Quizfrage über Harry Kane. Der höchste Marktwert war oder ist von Harry Kane? A, B, C oder D? So, die richtige Antwort ist B. 150 Millionen Euro Marktwert hatte er mal. Richtig. So, die nächste Frage über Ronaldo. Wie heißt Ronaldo mit ganzen Namen? Was glaubst du? A, B, C oder D? Die richtige Antwort ist A. Sehr gut. So, liebe Fußball-Quiz-Freunde, zur nächsten Frage und zwar über Lionel Messi. Wie heißt Messi richtig? Was glaubst du? Kennst du seinen kompletten Namen? Die richtige Antwort ist Antwort A. Sehr gut. So, zur nächsten Fußball-Quiz-Frage über Harry Kane vom FC Bayern. Wie lautet Kanes kompletter Name? Was glaubst du? Antwort A, B, C oder D? So, die richtige Antwort ist Antwort C, Harry Edward Kane. Sehr gut. So, Ronaldo, wie viel WM-Teilnahmen hat Cristiano Ronaldo? Was glaubst du? Und wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. So, die richtige Antwort ist Antwort B. 5 WM-Teilnahmen. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir wieder Harry Kane. Wie viele Tore hat Harry Kane für die englische Nationalmannschaft in 89 Spielen? Ja, bei Tore fehlt das E. Richtig. So, die richtige Antwort ist Antwort D. 62 Tore in 89 Spielen. Sehr gut. So, Lionel Messi. Wie viele Tore hat Lionel Messi für Barcelona komplett in der Champions League erzielt? Was glaubst du? Wie viele Tore hat er in der Champions League? Und die richtige Antwort ist D. 120 Tore nur in der Champions League. Hammer. So, jetzt haben wir wieder Cristiano Ronaldo. Wie viele Minuten hast Ronaldo bis heute insgesamt auf dem Platz gestanden? In Minuten. Welche Antwort ist wohl richtig? Was glaubst du? Und Antwort C, 81.000 Minuten. Hammer. So, jetzt haben wir wieder Lionel Messi. Wie viele Tore schoss Messi insgesamt 2011, 2012 für Barcelona? Was glaubst du? Und Antwort A, 50 Tore in einer Saison. Hammerquote. So, jetzt haben wir wieder Harry Kane. Wie oft wurde Harry Kane englischer Meister?
Und wenn dir das Fußballquiz Spaß macht, dann danke ich dir auch für ein Abo für Werners Fußballecke. So, die richtige Antwort ist... Antwort D. Kein Meister, nein. So, zur nächsten Fußballquizfrage über Ronaldo. Welche Rückennummer trug Ronaldo bei Sporting Lissabon? Antwort A, B, C oder D? So, die richtige Antwort ist Antwort B, Nummer 28 hat er da getragen. Nicht schlecht. So, liebe Fußballquizfreunde, wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Hat's dir Spaß gemacht, dann danke ich dir für ein Like für das Video und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss.